Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Top 5 hier auf MFG. Wir haben heute einen Gast dabei und zwar... Ja, ich bin Enyo von Fizzquad MTV und ja, wir machen heute eine Top 5. Top 6. Könnt ihr auch mal abonnieren, einfach Fizzquad MTV reinschreiben. Und heute soll es mal unsere Top 6 gelöschte, benannte Landeorte in Fortnite gehen. Wir sehen uns. Und damit kommen wir zu meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist Lazy Links in Season 5 reingekommen. Also zum Anfang von Season 8 rausgenommen. Es war ein Golfplatz, wer sich daran noch erinnern kann. Ist für NRE Acres gekommen. War auch ein Lieblingsort, aber leider nicht auf dieser Liste. Dort gab es Golfcars vor allem. Es gab zwar schlechten Loot, aber man konnte da doch die ein oder andere saftige Killrunde waren. Am Ende war man da auch alleine, so Season 6, Season 7 war da nicht unbedingt mehr viel los. Deswegen war man doch relativ gut alleine, wenn man nichts irgendwo... Trouble haben wollte, ist man gerne da hingegangen und halt auch wegen den Golfkarts. Mein Platz 3 ist Tilted Towers und zwar auch nicht Platz 1, wie jeder jetzt gedacht hätte, aber Tilted Towers ist für mich jetzt echt eine gute Stadt gewesen, weil man da mit seinen Freunden halt so duellieren konnte, wer die meisten Kills gemacht hat. Und deswegen ist die Stadt wirklich einfach krass gewesen, hat sich dann später echt zu Neo-Tilted gemacht, was mir nicht so gefallen hat. Aber dann auch wieder zu Tilted Town, was dann auch wieder gut war, weil niemand bauen konnte und ja, man konnte jeden Pump rein. Und in Tilted Towers waren da so 31 Truhen, deswegen war für jeden genügend Loot da. Es war eigentlich lustig so beim Spielwesen so, ist direkt nach Tilted Towers gelandet. Man hat sich so gestritten, wer in das Main House reingeht. Und ja, das fehlt mir ein bisschen, deswegen meine Nummer 3. Und da kommen wir auch schon zu meinem Platz 2. Wie gesagt, es ist heute ein bisschen traurig, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und zwar, mein Platz 2 ist Greasy Groove. Seit Season 7 eingefroren unter dichtem Eis. Der Eiskönig hat gesagt, nee, wird eingefroren. Seitdem ist es eingefroren. Mittlerweile seit 3 Seasons, wie gesagt, wir haben Season 10. 3 Seasons ist es eingefroren. Ich hoffe sehr, dass es Season 10 jetzt wieder zurückkommt. Das Eis schmilzt, obwohl dann wäre Frosty weg. Ich lande gerne Frosty zum Campen. Aber nur ab und zu in der Arena. Aber wie gesagt, so Greasy gab es einfach Dörrburger, Leute. Es gab einfach Dörrburger. Oft immer hinter in Dörrburger Häuserkampf. Greasy warst du fast nie alleine, außer das war irgendwo am Ende der Buslinie oder der Bus war weit weg. Es gab sehr guten Loot generell und es war einfach eine schöne Stadt. Meine Platz 2 ist Wailing Woods. Wie der Name schon sagt, man hat übelst viel Mats, also man kann halt richtig viel Holz farmen, weil da halt viele Bäume sind. Loot ist da leider nicht so viel, aber früher, als ich noch nicht so eingespielt war wie jetzt, ich bin immer noch scheiße trotzdem, da habe ich halt immer dort gecampt, weil und Holz hatte ich auch genug und die Truhen haben vollkommen gereicht. Und deswegen ist es Platz Nummer 2, weil es war einfach so eine Camperstadt für mich. Weil sie halt immer sehr, sehr weit weg war vom Battlebus, also manchmal halt. Und deswegen bin ich halt da immer alleine hingeflogen und hab da halt ein bisschen auf Zone gespielt, eben halt auf Platzierung. Und ja, dann habe ich halt meine 1, 2, 3 Kills gemacht und war die Runde schon vorbei. Das war meine Nummer 2. Und dann kommen wir zu meiner Top 1 und ändern wir dazu auch noch was reden, weil... Es ist einfach, ich werde bei seinem Platz 1 auch noch mitreden, weil es einfach emotional ist. Damals, Ende Season 3, Anfang Season 4, Loot Lake. Einfach Nostalgie. Ja, einfach drauf gelandet. Ja. Das ganze Haus abgebaut. Ja, einfach, weil da niemand war. Es war niemand da. Damals als No Skins am Anfang noch unten in den Keller gesetzt. Und sobald Steps gehört habe, alle waren in Panik. Ja, ich wollte in der Treppe verstecken. Ja, und dann immer so mit der Shotgun auf die Tür gezielt. Und dann kommt so einer rein, baut erstmal den Wand. Und dann dachte ich, scheiße, der ist gut, weg hier. Okay, so war's. Spot bei dieser einen Brücke, nicht diese Brücke, bei diesem weißen Haus, diesem kleinen Haus. Ja. Wo man sich da so vercampen konnte. Ja, bei Loot Lake rum war immer genug Loot. Man konnte Loot Lake einmal umrunden. Kein Gegner war da. Häuser, diese großen Häuser. Ja, die waren auch noch da. Die Fabrik Kallen, eine Disco und eine Fabrik waren's. Gab's auch immer genug Loot. Einfach OG-Moments. Bitte Fortnite, bitte bringt Loot Lake zurück. Wir haben uns immer so gewünscht, dass da so ein Boot
reingemacht. Ja. Und wir dachten immer, es gibt so einen Code oder so einen Cheatcode, dass man so mit diesem Holzboot fahren kann. Ja, weil wir dachten, weil da standen immer so zwei Boote rum mit Kids. Meine Nummer 1 ist Tomato Town. Und zwar, das liegt daran, weil nachdem Let's nicht mehr gezockt hat, war ich halt alleine und Wailing hatte ich auch langsam keinen Bock mehr. Und da war einfach Tomato Town. Weißt du, das ist eine Großstadt gewesen. Damals so. Nicht so groß, es war schon. Man konnte aus Wailing direkt raus. Ja, ja, und zwar deswegen, wenn ich nach Wailing gelandet bin, konnte ich direkt zu Tomato Town. Und da hat es diesen Keller gegeben. Oh ja. Wo man so immer direkt so geile Sturmgewehre bekommen hat. Ja. Und dann diesen Keller. Und dann bin ich immer so zu Tomato Town gegangen. Ich bin Team Tomate übrigens. Und ja, eigentlich war das voll lustig eigentlich. Und man konnte halt immer alleine landen. Da war halt kein Schwein. Und ja. Das war meine Nummer 1. Lass euch strecken. Ja, okay. Also Leute, das war das Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch mal bei Fish Squad AMTV vorbei. Natürlich müsst ihr da vorbei, sonst lasst ist alles bomben, ne? Lasst auch mal ein Like und so da. Und wie gesagt, es war heute ein bisschen emotional. Vielleicht war auch der ein oder eure Lieblingsort dabei. Und wenn nicht, denkt dran, es ist unsere Meinung. Und wir sehen uns. Ciao.